Stark, Alter! Ey, mit dem ersten Loch! Ja, jetzt Vorsicht, Vorsicht, langsam machen. Hä, was? Was? Einfach mit dem ersten Loch ultra stark, geil! Okay, Freunde, wir machen es einfach so. Wir starten heute ganz entspannt in die Runde rein mit Gerrit und Andi, mit den Naturensöhnen. Warum wird das hier schon wieder als roter Balken angezeigt? Feuerbohren. Ihr habt es mitbekommen, ich habe ja selbst auch ein Feuerbohr-Video kurz vorher veröffentlicht. Das ist übrigens nicht abgesprochen. Die Jungs haben das unabhängig von mir quasi auch gedreht und wir haben es zufälligerweise zur gleichen Zeit gemacht. Wahrscheinlich auch beide ausgelöst durch die Seven Bros. White Challenge. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie da rangegangen sind. Also, Feuerbohren endlich geschafft. Wenn ihr wissen wollt, ob wir es heute endlich schaffen, dann bleibt dabei! Titel endlich geschafft. Wenn ihr wissen wollt, ob wir es geschafft haben, dann bleibt dabei, Freunde. Ich hab's auch vermisst, hier mit euch ein bisschen rumzuchillen. Ein paar Videos zu gucken, geil. Taschen, Leute! Taschen! Wir sind wieder draußen und heute wird es passieren. Wir werden Feuer bohren und wir werden es schaffen. Ich fahr hier nicht nach Hause. Oder geh nach Hause, bevor das Ding jetzt hier nicht am Brennen ist. Wir haben es schon mal im Livestream probiert, hat nicht geklappt. Wir haben es schon mal im Video probiert, hat nicht geklappt. Das ist schon ein paar Jahre her. Jetzt probieren wir es nochmal und heute es wird klappen. Wird es klappen, ja? Was haben wir alles dabei, um Feuer zu bohren? Zuallererst natürlich ein Messer. Des Weiteren haben wir natürlich eine richtig schöne Säge noch dabei. Ja. Dann natürlich noch Paracord. Und für den Fall der Fälle noch eine Axt. Ja, okay. So, Freunde, okay. Jetzt sammeln wir erstmal Material. Was brauchen wir alles? Hartholz oder härteres Holz und Weichholz. Mhm. Und wir sind natürlich nicht aus Dumsdorf. Wir haben uns eine Gegend ausgesucht, wo wir wissen, dass Pappel wächst. Okay, also als Weichholz gehen die auf Pappel. Ich bin bei mir auf Linde gegangen. Ist, glaube ich, noch mal ein Stück weicher. Weil Pappel ist wohl ganz gutes Basisholz, ja, fürs Brett. Fürs Brett, genau. Sehr gut. Und sehr gut. Hier, da. Es sieht auch gut aus hier. Ist das Pappel? Ja, doch, klar. Das sieht man an diesen komischen Ästen, die hier nochmal so wegklicken. Ich dachte erst kurzzeitig, ob es Linde ist, aber nee. Okay. So, an die See steuert die Pappel. Woran erkennt man Pappel? Ja, jetzt. Wächst halbwegs gerade und steht in Masse. Hat einen Brennwert wie Pappe, so irgendwie gefühlt. Okay. Also, steht gerade und wächst in Masse. Daran erkennt man die Pappel. Ja. Sehr gut. Aber genau das wollen wir ja so. Andi struggelt da gerade ein bisschen. Nee, man erkennt es halt an der Rinde. Ja. Die Rinde und die Anordnung der Äste und glaube ich auch an diesen Verwürstungen hier außen drumherum. Ich helfe ihm jetzt mal Kamera aus. Danke, Bruder! Ah, habt ihr gesehen? Die ist schon ein bisschen gestockt. Das war nochmal, mal sehen. Ah, vielleicht zeige ich es selber gleich. Wir gucken das mal weiter. Die sah innen schon so ein bisschen gestockt aus. Zwei Stücken feinster Pappel, check. So, was da ist, ist da. Jetzt sammeln wir hier fürs Zundernest Gräser. Ja. Die sind jetzt natürlich nass. So, weil wir hatten Frost, jetzt scheint die Sonne drauf. Ah, deshalb scheiße. Einfach ein bisschen was davon pflücken. Ja. Und da muss man geduldig sein. Ich denke mal, das sollte jetzt eigentlich schon als Zundernest reichen. So. Das kommt jetzt hier in die Jacketasche. Mhm. In die Jacke meine ich natürlich. Zugemacht. Und da trocknet der Körper jetzt. Dauert halt kurz. Für den Bogen haben wir noch einen Stock gefunden hier, einen langen. Ist leicht biegsam. Und bricht vielleicht nicht. Und für die Spindel noch ein bisschen Haselnuss. Aber wo war jetzt die Haselnuss? Das wächst da Haselnuss? Oder haben die Haselnuss mitgenommen? Weil das, wo die jetzt gerade hier sind, so ein bisschen Kiefern, Robinie, mal eine Birke dazwischen, mal eine Pappel, das würde ich sagen, rein aus dem Bauchgefühl raus, ein bisschen untypisch für Hasel, oder? Hasel ist eigentlich eher so ein bisschen an Wegesrändern, an Feldrändern. Um die Glut aufzufangen, nehmen wir uns jetzt einfach ein bisschen Birkenrinde. Das ist eigentlich völlig Wurst, dass die auch gut brennt. Das dient jetzt einfach nur als schöne, gerade, glatte Unterlage. Mhm, auch stark. Wieder geil in 4K hier gefilmt. Feier ich. Ja. Ich denk, yes. Das sollte passen. Hier haben wir noch ein bisschen Rubinie gefunden und die benutzen wir dann später für ein Handstück. Das sollte nicht Hartholz sein und Rubinie ist fucking hart. Ja. Ups. Und gefroren ist es auch noch. Perfekt. Wir haben jetzt alle nötigen Sachen gefunden und bereiten jetzt als allererstes. Ah, die Spindel ist ein bisschen schräg hier, ne? Seht ihr das? Zack. Und die hat hier unten so eine Biegung. Ich glaube, das ist scheiße.
Da würde ich ja übelst eiern. Das ist die Spindel vor. Mal gucken. Leute, ich bin gespannt. Muss alles perfekt werden. Wie viele Versuche sie brauchen. Ich will es endlich mal schaffen. Wir haben uns auch darauf geachtet, dass wir wirklich nur das Trockenste vom Trockensten nehmen. Haben uns auch noch mal belesen. Ja. Deshalb haben wir uns jetzt hier auch für die Suche bei Haselnuss-Pappel entschieden. Also dass quasi die Spindel aus Haselnuss ist und das Bohrbrett aus Pappel. Das soll wohl angeblich am besten funktionieren. Ich bin echt gespannt, Alter. So, ich hoffe, das funktioniert so. Ah, okay, also die haben es nochmal gekürzt. Jetzt ist diese Biegung nicht mehr drin. Wie war denn das? Also bei mir hat er mir erklärt, dass man das nicht ganz so krass rund braucht unten. Sondern das kann eigentlich auch quasi fast gerade sein, nur ein bisschen Kanten brechen. Und hier oben kann es fast noch ein bisschen spitzer sein, ne? Ja, guck mal. So, die spitze Seite oder die spitzere Seite ist für das Handstück und das hier ist zum Bohren. Jetzt kümmern wir uns ums Handstück. Ich habe es leider vorhin ein bisschen groß abgesägt. Beziehungsweise eigentlich ist es ja egal, wie groß es ist, aber wir wollen es handlich haben, deswegen kommt nochmal ein Drittel ab. Boah, es lässt sich richtig scheiße sägen, so ein kleines Holzstück. Aber gut eingeschränkt. Was denn? Du wirst immer langsamer, alles lustig. Tada! Als ob es nicht runterfällt. Dann spalten wir die Sache mal. Das muss ein bisschen präzise sein. Schön zwangsneurotisch mittig. Na klar. Fetteres Stück hätte ich mir auch nicht aussuchen können, ey. Mach jetzt. Hartholz. Ach, da kommen Erinnerungen hoch, ey. Alter, krass, das Ding ist gleich im Boden drin. Guck mal. Da passiert einfach nichts. Ist schon was passiert? Muss los, ciao. Ja, ich hole euch dazu, wenn er dann fertig ist, wa? Krieg ich hin. Ich hab's geschafft. Kaum uns die scheiß Kamera aus. Naja, lassen wir das. Auf jeden Fall geschafft. Wir hatten jetzt bei uns noch Harz tatsächlich für das Griffstück zum Schmieren. Und was irgendwie noch fehlt, ist Zunder. Also ganz, ganz feiner Zunder, um die Glut erstmal zu vergrößern, weil ich nämlich gerade hier das so ein bisschen sehe. Aber vielleicht kommt das noch. Ist ja auch geil, mal einen anderen Ansatz zu sehen. Also mir geht es ja auch darum, noch ein bisschen zu lernen. Und wer weiß, was die hier vielleicht noch für Kniffe machen oder Sachen gesehen, gelesen, getestet haben. Okay. Haben doch das Gras als Zunder, schreibt gerade jemand in den Chatten. Ja, dann hast du mein Video anscheinend nicht aufmerksam gesehen. Und ich habe es ja auch gerade gesagt, es geht darum, durch ganz, ganz feinen, richtig feinen Zunder, so kleine Fasern, Blüten, sonst was, das Zundernest, was du, also den Zunderball, den du hast, nein, den Glut, das Stück Glut, was du hast, erstmal ein Stück zu erweitern. Das Gras ist ja nur dafür da, wenn du dann schon richtig Glut hast, das dann in Feuer zu verwandeln. Aber da ist noch ein Zwischenschritt fehlt da noch. Handstück ist fertig. Erstmal vorgebohrt, wir müssen wahrscheinlich nachher noch anpassen, aber erstmal sieht das schon mal gut aus. Wenig Reibung und es geht. Noch ein bisschen Spucke drin und dann flutscht das. Genau. Ja, also mal gucken. Spindel wirkt sehr, sehr kurz. Also Leute, ganz wichtig, ne, falls ihr das jetzt schon wieder falsch versteht, es geht nicht darum, hier irgendwie was schlecht zu reden und so weiter, sondern ich bin natürlich nur ein bisschen am Überlegen und Gucken und Analysieren und auch nur aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, ich meine, dafür machen wir auch die Reactions hier. Ich glaube, die Spindel könnte ein Stück zu kurz sein. Könnte, glaube ich, ein Stück länger, weil du mit dem Bogen zu sehr auf dem Boden bist. Aber wir schauen mal. Ich nehme die Axt und ich schaue mit voller Wucht. Ich finde es auf jeden Fall sehr geil, dass sie das Projekt hier in Angriff nehmen. Jetzt ist cool. Natürlich die Frage, was ist sinnvoller. Ich glaube, wir trennen jetzt hier erstmal ab, wa? Und dann gehen wir in der Mitte rein. Ja, ich hau jetzt, ja. Ah, okay, das ist jetzt die Pappel, da bauen wir jetzt das. Ey, was geht denn ab hier? Wollen wir gleich noch eins machen? Ich glaube, eins reicht erstmal, ehrlich gesagt. Ich fragte, wollen wir gleich noch eins machen? Ich hau auf, ja? Ja! Komm! Oh. Ey, das nehmen wir. Andi direkt voll begeistert, Alter. Oh. Fantastisch. Nice. Ja, es macht sich immer wieder bezahlt, Holz zu nehmen, was nicht auf dem Boden liegt, ne? Es muss, das haben wir auch nochmal gelesen, es muss alles furztrocken sein, sonst könnt ihr euch die ganze Chose schenken. Verjessen könnt ihr dann, verjessen. So, Bretter, check. So, jetzt machen wir das Brett noch einmal schick. Es ist bei Gott nicht notwendig, aber... Doch, muss schon schön sein, du.
Soll schon aber aussehen, ne? Na klar. Was uns jetzt hier aufgefallen ist, hier draußen sind Fraßspuren dran vom Borkenkäfer oder sowas. Ich dachte, die gehen eigentlich nur in das Nadelholz rein. Vielleicht Spuren von anderen Käfern. Ich kann auch sein, ne? Nicht, das ist der Borkenkäfer. Vielleicht haben wir hier Forstfachleute rein. Wenn nicht, fragen wir mal unsere Försterin. Ob es da sowas gibt, irgendein Käfer, der in eine Pappe reingeht. Stimmt, klar. Ja. Muss ja nicht gleich ein Borkenkäfer sein. Ey, was ein Brett? Das habt ihr doch vom Baumarkt. Na klar. Sieht geil, Alter. Hört euch das mal an. Oh yes, baby. So, dann mache ich jetzt hier schon mal den ersten Bohransatz hin, ne? Ja. So. Da muss man jetzt hier einfach so ein bisschen, sorry, Andi. Alles gut. Ein bisschen rausfasern hier. Ich bin ultra gespannt, was die gleich durchleben werden. Das Video geht ja noch 11 Minuten. Und die haben alle Materialien zusammen. Das heißt, es wird hoffentlich ein richtiger Kampf. Ich habe ein gutes Gefühl, heute schaffen wir das. Und die Frage ist, ob sie es nur einmal machen oder mehrfach. Weil einmal kann ja auch einfach nur ein bisschen Glück sein, ne? Es muss, Alter, sonst Karriere beendet, Alter. Ja. So, ich habe da jetzt hier so ein bisschen, hier seht ihr ja, da geht das Ding drin. Der Rest wird dann gebohrt. Bin gespannt. Mhm. Das ist ja unser Bogen, den müssen wir noch leicht bearbeiten, aber gar nicht so viel. Das muss auch nur ein leichter Bogen sein, es sollte nicht gleich brechen. Tut's vielleicht auch nicht. So. So werden wir den ja dann halten. Hier halte ich die Schnur dann fest, das heißt, ich werde außen hier eine kleine Kerbe reinmachen. Boah, Schluck auf. Mm, das macht Spaß. Mhm. So ein bisschen Schnitzi-Schnitzi. Schnitzi-Schnitzi ist immer gut. Hier haben wir jetzt Paracord, da machen wir eine Schlaufe rein. Zuppeln die so ein bisschen zurecht. Gut, gut, gut. Läuft doch. Ich hole euch mal ran, Leute. Kommt näher, Leute. Da ist die Schlaufe. Herzlich macht willkommen. Macht das toll? Zieh ich jetzt fest. Da ist er, da ist er. Eine Sache haben wir jetzt noch kurz verbessert. Und zwar haben wir hier noch eine Kerbe reingemacht. Ja. Weil, seht ihr gleich, das kommt jetzt da rein. Und dann kann man nämlich hier in diese Kerbe die so reinführen. Dann kann man quasi das hier schön rumwickeln. Ja. Das wird gut aussehen. Netter Nebeneffekt, das wird richtig geil aussehen. Hat die auch ein bisschen nach unten eigentlich. Ein bisschen nach unten, komm schon. Komm schon. Jetzt nicht aufgeben. Und am Ende musst du so einen Klemmknoten machen. Ja, einfach, ja, klar. Ne? So. Das ist doch viel zu straff jetzt. Ich habe die Ehrenfolgeaufgabe des Anbohrens. Jetzt geht's. Ich seh gerade, wartet mal. So. Ich habe die Ehrenfolgeaufgabe des Anbohrens. Ich war der Meinung, komm, seht ihr, dass jetzt das Seil quasi... Also, dass die Spindel zum Bogen hin auf der Seilseite ist. Also, sie ist quasi zwischen Seil und Bogen läuft die lang. Ich glaube, es ist geiler, wenn ich mich recht erinnere, wenn das auf der anderen Seite ist. Also, wenn die hier wäre, weil man dann mehr Platz hat. Jetzt geht's los. Weil die sonst hier so schleifen können. Oh, oh, unverkackt. Warum ging das bei dir so gut? Ich verstehe es nicht. Ja, geht doch gut jetzt. Ja. Vielleicht machen es auch zu zweit. Könnte man ja auch machen. Das geht ja auch. Wenn einer das Griffstück festhält, alles schön fix macht, der andere bohrt halt. Bisschen Arbeitsteilung. Sieht gar nicht mal so gut aus, ne? Irgendwie. Warum qualmt es denn oben? Ja, weil kein Schmierstoff drin ist. Das qualmt, Freunde. Das qualmt. Der Bogen ist, glaube ich, auch ein Stück zu kurz. Ich versuche nur, mein Wissen, was ich jetzt bei Rocco bekommen hatte in dem Video, so ein bisschen nochmal zu überprüfen. Wahrscheinlich, ne? Ja. Gut. Okay. Anibord ist. Also, Fehler, den wir gemacht haben, oben muss spitzer. Viel spitzer. Ja. Haben wir jetzt korrigiert. Genau, haben wir jetzt quasi ein anderes Stöckchen genommen, was wir jetzt noch von dem, also Verschnitt von dem ersten Spindelding. Kann ich mehr reden, Alter. Anstrengend. Haben wir jetzt angepasst und gut, hat jetzt gequalmt. Theorie ist jetzt hier so ein Dreieck rein zu dingsen. Kerbe, genau. Schnitzen. Das war der sagt. Und dann auf Anni bohren. Ja, sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Ja, irgendwie so, wa? Das muss, glaube ich, ein genau, Stück. Auf jeden Fall nicht bis zur Hälfte des Loches. Ja, dann lasse ich das jetzt so. Ich habe jetzt in einem anderen Video gesehen, dass man hier unten auch noch was wegnehmen kann. Soll ich das auch noch machen? Ja. Also wir hatten, glaube ich, bis zur Mitte des Loches, damit der Bohrstaub richtig schön raus kann. Nur so ein Schnuff, damit es da wohl mehr Platz hat zum Reinfallen irgendwie. Ja, ja.
Ja, übrigens, stimmt. So schnitzt man überhaupt gar nicht, macht das nicht nach, ist hohe Verletzungsgefahr. Es beginnt. Wie lange muss man sowas machen? Eine Minute ungefähr, wa? Bestimmt. Schade, mach mal zwei draus. Ja, zwei Minuten Feuerborn, ist klar. Mach Alter. Das jetzt. Hä, hey, was ist denn hier los? Klar. Beziehungsweise, bis halt genug Bohrstaub da ist, ne? Das war echt Schwachsinn. So. Einmal motiviert sein im Leben. Kann nicht so schwer sein. Ja. Muss mir erstmal eingrooven, okay? Ja, ist ja klar. Langsam anfangen, ne? Und einer kommt wie ein Maikäfer. Das erinnert mich tatsächlich an meine ersten Versuche. Und wenn ich eins gelernt habe bei meinem Feuerbohrversuch ist, es ist eigentlich, wenn du es richtig machst, nicht krass anstrengend. Aber genauso wie es jetzt da aussieht, so hatte ich auch meine ersten Versuche. Du willst so richtig auf... Aber eigentlich musst du eine gute Kontrolle haben und dann mit einem langen Bogen vor allem, der könnte viel, viel länger sein noch, naja, was heißt viel, viel, aber noch ein Stück länger, gleichmäßig, wupp, 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 wupp. Und die Hitze und den Abrieb erhöhst du, würde ich sagen, eher durch den Druck und nicht durch die Schnelligkeit. Aber auch alles Erfahrungswert. Und das qualmt auch zumindest ein bisschen. Ja. Aber da bildet sich komm, schon Staub. Hey, ist schon gut geben. Richtig wegknüppeln, komm. Anni, ey, Anni ist völlig voll. Ja, ja, so, genau so. Weiter, 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 weiter. Ja, ja. Oh, warte, warte. Qualmt's ein bisschen? Nee. Das ist jetzt brauner Abrieb. Nee, leider nicht. Okay. Neuer Versuch. Ich muss länger machen. Aber hier ist auf jeden Fall schon ein bisschen was dunkel. Den auf jeden Fall jetzt nicht wegschmeißen. Das ist perfektes Zeug. Was du direkt wieder mit reinpacken kannst. Ich bin mir so immer kürzer und kürzer. Und Andi Bord, als hätte er in seinem Leben noch nie was anderes getan, Alter. Jawohl, immer schön ballern, Andi. Oha, Alter. Oha, was? Es geht. Was? Sieht das gut aus? Stark, Alter. Ey, mit dem ersten Loch. Ja, jetzt Vorsicht, Vorsicht. Langsam machen. Hä, hey, was? Was? Einfach mit dem ersten Loch? Ultra stark, geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, Alter. Ich schütt das jetzt da rein, ne? Du Scheiße, Alter. Nee, ich schütt das da rein, ne? Ja, nee. Aber vorsichtig. So vorsichtig. Oh, oh. Ja. Könnte es jetzt klappen? Nein, safe nicht. Safe nicht. Guck mal, das Video geht nach 5 Minuten. Safe nicht. Oh, fuck, Alter. Das ist schon aus wieder, oder? Ja, safe. Ich sehe nicht. Ganz vorsichtig soll man da nur rein. Du musst das erstmal ein bisschen anpusten. Das ist das, was ich meinte. Da fehlt jetzt quasi noch dieser Zwischenschritt. Pusten habe ich gehört. Aber stark! Einfach beim zweiten Versuch im ersten Loch einfach hinbekommen. Zumindest schon mal den ersten Part. Vielleicht zu krass zerschlagen beim Reinschütten. Die machen das ja immer dann so ganz vorsichtig mit dem Messer da rein. Ja, okay, das machen wir jetzt gleich nochmal. Aber wir haben schon mal das qualmt. Das ist schon mal. Jetzt bin ich heiß! Geil. Alter. Was? Alter, wir sind jetzt hier schon fast durch das Brett durch, ne? Aber es qualmt. Also muss funktionieren. Ja, erstmal noch ein bisschen. Schwierig, ne? Wie man das. Ja. Mit dem Messer, okay. Ja. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, es ist. Oh, Alter. Unfassbar. Wenn man es schafft, ist es so geil. Noch qualmt. Ein bisschen zumachen, aber, oder? Ah, die sind einfach Gerrit dran. Stark, ey. Boah, ist spannend. Ich sehe Glut drinne. Geil, geil, oh, schön. Langsam am Pusten. Leck mich fett. Geil, 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 geil. Oh mein Gott. Gleich geht's los, Andi. Alter, geil! Aha. Also mit einem Messer rüber machen quasi. Ey, geil. Ja, noch brennt nichts, aber es sieht gut aus. Wird schon mal mehr Rauch? Ja.
Sehr schön. Ey, ist das geil. Oh, 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 jetzt! Jetzt geht's dann richtig ab. Komm, geil, Alter, jawoll! Da ist das Ding! Andi! Ist das geil! Oh mein Gott! Ist das geil! Ey, wir haben es geschafft, Mann! Als ob! Ey, Leute! Ich kann's gar nicht fassen, Digga! Ist das geil! Oh mein Gott! Und alle so, hä, seid ihr dumm? Hä, mega, ich fühl's, ich hab Gänsehaut, ohne Scheiß! Ey, ist das ein Gefühl gerade? Was geht ab? Ey, ich hätt's nicht gedacht, ist das krank? Oh mein Gott, ey, ich fass es nicht. Ich muss es jetzt mal ausmachen. Ich fass es nicht. Ja, mach aus, wir haben es geschafft. Alter, ist das geil. Geil, Alter. Da ist das Ding! Alter! Da ist es! Da ist es krank geil! Weißt du, diese ganzen Survival-Experten denken sich, ja, hab ich schon tausendmal gemacht. Ja, aber ist mir egal. Ich kann's komplett, ich fühl's sowas von. Dieses Gefühl, wenn du das, auch wie Gerrit und Andi hatten es ja gesagt, schon mal probiert hattest, hat gefailt, hast du nochmal probiert, dann schiebst du das ewig vor dir her und denkst du, naja, und dann irgendwann, Alter. Wie wir es schon alle gemacht haben, wir haben es noch nicht geschafft. Und wir haben es jetzt das erste Mal geil, geschafft. Geil, geil, geil. Wobei, ich glaube, selbst Sie können es nachvollziehen. Weil jeder hat ja quasi das erste Mal Feuerborn schaffen. Ey, ist das krank. Es ist absolut schwer, von der Ausdauer her, für mich jedenfalls, ich glaube für dich auch, das so lange zu machen, dass das hinhaut, dass da richtig Abrieb ist. Wir haben das ja am Ende auch gar nicht mehr gefilmt, weil wir einfach keinen Bock mehr hatten. Und irgendwann hat es dann geklappt, Alter. Ich habe es ja auch Qualm gehabt. Ja. Aber ich war dann einfach zu gehypt schon und dann habe ich viel zu schnell die Asche rüber gemacht, also den Abrieb und oh Mann. Ich glaube, das ist auch echt der Schlüssel, dass du dann, wenn du das geschafft hast. Aber krass, die haben es sogar ja geschafft ohne diesen Zwischenstep. Die haben ja einfach den großen Abriebklumpen direkt dort rüber gepackt. Geil. Dass das wirklich cool bleiben, ruhig bleiben. Qualm. Aber ist ja auch nice, dass sie gezeigt haben, dass es quasi auch mit einer kleineren Spindel, mit einem kürzeren Bogen und so weiter geht. Das sind ja Feinheiten, wie man es jetzt noch geiler machen kann oder einfacher. Aber ey, mega, feiern. Aber dann ganz ruhig. Langsam und präzise. Ja, bleib mal dann ruhig, wir erzählen jetzt nicht, dass wir hier einen Dreivierteltag schon dran sitzen an der Sache. Ja, an dem Video, ja? Also, aber wir wollten es diesmal schaffen. Wir haben jetzt, ey, wie lange es haben wir jetzt rumprobiert? Es gab keine Option, wir wollten es schaffen. Ey, das war so krank. Im Hintergrund kommt schon der Helikopter, der sagt, Alter, wie geil ist das denn? Ey, wir haben es geschafft, Andi. Wir haben es geschafft und jetzt muss man sagen, wir hatten eigentlich optimale Bedingungen. Ja. Was ist denn jetzt, wenn du am Arsch der Welt bist und gar nicht das Holz hast, was wir jetzt hatten? Ja, aber muss man auch ihnen jetzt mal zugute heißen, das ist halt nicht im Hochsommer gemacht, ne? Das ist halt im Winter gemacht, wo es nass, kalt und feucht ist und wo auch das komische Gras, was sie da hatten, Frost drauf hat und alles, ne? Also das ist schon gar nicht so die perfekten Bedingungen, die sie da hatten, haben es trotzdem geschafft, geil. Stirb. Wir hatten jetzt gutes Holz, Pappel, es war trocken. Löschhubschrauber kommen, na klar. Relativ trocken in der Mitte. Wir hatten Haselnuss da. Ja. Stell dir vor, das hast du nicht da. Muss ja auch gehen. Schreiben ja viele, dass die Paracord und weiß ich was nicht. Ja. Du kannst einen Schnürsenkel nehmen, aber wir haben ein Stück Paracord. Oh Mann! Wir haben das komplett zerballert, das war komplett zerfasert. Ja. Aber egal, das ist jetzt erstmal unser erster Schritt. Das so zu machen mit Optimalbedingungen. Geil. Ja. Dann darauf kannst du aufbauen. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt bestimmt. Das machen wir öfter noch. Das müssen wir noch 10-mal machen, 20-mal, bis das wirklich sitzt. Digga, Mann, wir haben es geschafft, geil, Alter. Boah! Wir haben wie immer noch eine Frage an euch, Leute. Sind immer noch gehypt, man hört es doch in den Stimmen. Sollen wir jetzt mal, nicht im nächsten Video, aber demnächst so einen Hubbohrer bauen? Wollen wir den mal probieren? Ja? Ich hätte Bock. Ja, Alter, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schreibt es in die Kommentare, ob wir das mal ausprobieren sollen. So Leute, ich würde mal sagen, das Knusperschnitzel jetzt gleich haben wir uns auf jeden Fall redlich verdient. Wir haben einiges an Kalorien verbraucht. Ey, wie anstrengend die Scheiße. Ist ja auch ein ganz anderes Thema. Das ist halt echt so, Alter. Wir hoffen, dass ihr Spaß bei dem Video hattet. Wir sind jetzt auf jeden Fall richtig hyped, dass wir es geschafft haben. Ja, und du hast die letzten Worte. Wenn ihr dabei Spaß hattet, ja, dann sehen wir uns wie immer gerne am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin, ciao. Boop. Ey, starkes Video, geiles Projekt, Daumen nach oben. Checkt die Jungs auf jeden Fall ab. Kanal abonnieren natürlich. Was ist hier noch ganz kurz? An die wenigen Nullchecker-Nörgler. Das Video wurde letzte Woche gedreht. Wir drehen, was uns einfällt und uns Spaß macht. Zu dem Zeitpunkt wusste keiner, dass ein Fritz auch ein Feuerbau-Video rausbringt. Es ist also nicht nachgemacht, sondern einfach so passiert. Das kann ich so wiedergeben. Und selbst wenn, ist ja auch egal. Aber ist es ja nicht. Das war einfach Zufall. Passiert halt immer. Geil! Geil, geil, geil. Hat mir sehr gut gefallen. Fand ich nice. Man hat richtig so diese kleine Heldenreise miterleben können und einfach gemerkt, wie die Jungs sich gefreut haben. Finde ich sehr, sehr schön.